Okay, ich bin gerade wach geworden, das ist erlaubt. Ich habe gerade rübergeguckt zu meinem, ich habe gerade rübergeguckt zu meinem Aufnahmeprogramm, ob das dann auch aufnimmt und habe bemerkt, dass es gar nicht an ist. So, du bist, läuft das Ganze schon, ja. Du bist, mach einfach. 3, 2, 1. Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Rust mit Dalsigen Schmalsenkart. Hallo Dalukart. Hallo. Und wir machen mal was Besonderes. Was machen wir denn? Also wir sind jetzt gerade hier auf dem Battlefield-Server, den wir euch auch in die Videobeschreibung gepackt haben. Ganz genau. Und fangen jetzt einmal kurz in der Arena an, aber dann machen wir wieder Basic-Stuff. Yes. Oh, scheiße. Also pass auf, die stehen da an den Windows. Wir wollen erstmal hier runter, wo ich jetzt bin. Auf der Seite. Runter und dann in die Metallhäuser rein. Siehst du mich? Hinter dir. Ja, ich sehe dich, aber du stehst. Ja, hier runter. Und los! Warte, Moment, ich sehe, bei mir stehst du. Ich bin jetzt schon draußen. Oh, ich auch, aber ich, hä? Oh Gott. Hä? Bei mir stehen alle. Okay. Bei mir passiert nichts. Forever Stallone steht auch da und guckt nach oben. Was? Es passiert einfach nichts. Okay, ich muss mich, glaube ich, reloggen. Bei mir läufst du hier noch rum. Relogge live. Hä? Es gibt einen Ausgang aus der Arena. Ich bin frei. Einer hat nämlich die Wand weggesprengt. Oh. Okay, ich glaube, du, ich muss noch mal runter und wieder rauf. Dann mach das doch eben. Ah. Warte mal. Oh, und einer ist hier in dem Holzturm, an dem schleiche ich mich jetzt an. Der wird jetzt forever Stallone. Okay, sorry Leute, ich mach mal hier einen Disconnect, zack. Zack. Ich bin jetzt auf dem Sniper-Turm. Wieso gibt's denn Sniper-Turm? Seit wann gibt's denn Sniper-Turm? Ich kenne die Arena ja gar nicht. Ja, die Arena, die ist schon aufgesprengt zum Teil. Also man kann da raus. Okay, was eigentlich nicht der Fall ist. Eigentlich portet man sich in die Arena, so wie bei mir jetzt gerade gesehen. Ah, jetzt höre ich Schüsse. So. Oh, jetzt ist hier eine Party. Du lebst also noch, oder was? Noch. Sieht nicht great aus. Great. Kommen wir zu da rein in die Arena. Okay. Ich muss mich nicht reinporten, ich bin ja noch drin. Ich suche mir mal hier eine Ecke, wo es schlau ist, um mich rauszukommen. Wenn man am Rand steht, kann man erschossen werden, das ist ärgerlich. Das ist korrekt. Black! Jetzt, ab jetzt! Ah! Boah, hier wird nur rumgeballert. Ich hab mal erschrocken. Okay, ich glaube, die Arena ist nicht für mich. Ich hab den Russen erschossen. Den Russen erschossen? Der 100-mal gefallene Russi. Ah, das war lustig. Seine Lebensgeschichte. Tell me more. Und hab. Like, did he had a car? Okay, ab jetzt. Ab jetzt, Konzentration. Und jetzt, glaube ich, hack ich noch einen weg. Und dann gehen wir mal gucken. Ja, dann gehen wir normal los, ja? Ja. Jetzt will uns nicht erschießen. Ich fand einen Kommentar ganz lustig. Versucht mal, ein Battlefield ein Haus zu bauen. Ist möglich. Es ist möglich, aber es ist, glaube ich, auch nicht so leicht. Weil du erschossen wirst. Die ganze Zeit. Ich bin so ein Killer, weißt du? Forever Stallone holt mich jetzt aber. drei Leute Lag, erschossen. Ja, die Lags, es Rust. Er rustig das Ganze. Bist du das? Ich bin tot, du kannst da drauf alle schießen. Ich bin rausgelaufen, ja. Ich dachte eigentlich, dass ich dich jetzt noch töte aus Versehen. Ich bin einfach gegangen. So, also wir bauen ein Haus oder was? Ich will noch einen hier mitnehmen und dann geht's los. Wir bauen so eine Hütte. Kannst du es doch mal sagen, bitte? Wir bauen eine Hütte. Hütte. Ja, ist eine gute Idee. Hast du schon Holz? Holz. Naja, ich habe eine Axt. Ja, das ist doch schon mal gut. Ich bin am Hangar und hier sind ganz viele Häuser schon. Ich wollte jetzt noch einen hier mitnehmen, verdammt. Dann mach das doch mal. Ja, ich probiere das gerade, aber irgendwie kommt hier keiner raus. Die sind doch alle oben. Die sind doch alle noch am Leben da drin. Ich höre die Schüsse, aber wo sind die oben? Nordwestlich, Airfield. Stirb doch, Mann. Da muss ich mit der Pumpgun. Ja, ich hab einen und jetzt raus hier, raus! Jawohl, es unten ist. Es ist unten sogar offen, die Arena. Man kann raus. Ja, ich hab's gesehen, aber jetzt bin ich tot. Gut, also ich bin am Hangar gespawnt, das ist in der Nähe von Yellow oder
halt, ne? Von, ja, ja, ich, du, mach dir bei mir keine Sorgen. Ich finde das ja eben. Mit 0, nichts. Du weißt ja, wenn du spawnst, direkt wo du bist. Du bist ja bekannt. Das ist das Gute am Fischkopf, ne? Kennst du dich aus? Also ich hol's jetzt schon mal ein bisschen. Du hol's mal, ich mach mal hier. Ja, hier reißt eh keiner ein Haus ab, das ist ja das Witzige. Warum auch? Richtig. So, nachladen. Okay, also ich bin an der Straße. Gut. Und guck jetzt mal hier. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Hast du ein Straßenschild? Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Wo? Ich glaube, ich bin kurz vor der Konservenfabrik. Das ist ja in der Nähe. Ist das so? Das ist relativ, ja. Okay, ich bin doch nicht... Ah, du bist so eine Pfeife. In der Nähe von der Konservenfabrik. Aber hier ist ein Gebäude. Hier ist ein Bunkerchen. Wir waren viel Holz. Das ist auch ein Bunkerchen. Ich bin übrigens, ja? Bei mir ist einer gespawnt und der nimmt gerade eine Waffe in die Hand. Und ich muss gleich hoch. Ratata, ratata. Ratatadalu. Übrigens, wir könnten sogar, wenn wir hier ein paar Folgen gemacht haben auf dem Battlefield-Server, noch bis zum 10.4. Haben wir noch einen Server. Wie, ab dem 10. oder was? Bis zum 10.4. haben wir einen Server. Ja, dann läuft er erst aus. Okay. Das heißt, wir könnten noch 10 Tage ein großes Finale auf einem Server machen. Das klingt sehr, sehr interessant, lieber Dalukaut. Das klingt sehr, sehr interessant. Vor allem, weil ich ja jetzt ein bisschen Zeit habe, gerade mal wieder. Dann zeigen wir, wir bauen da irgendwas Tolles, Großartiges auf und dann machen wir einen Zeitpunkt aus und dann kommt ihr alle an und kommt uns zu holen. Einfach wieder die, oder so. Die Jagd. So, ich bin bei... Ach so, warte mal. Wenn ich jetzt... Das ist doch... Weißt du noch, wo wir das Haus hatten, neben diesem alles. Riesen Stahlhaus? Wo Haus keiner wusste, wem das gehört. Ja. Und wenn man dann... Ey, das war aber auch geil gebaut, ne? Ja, also diese Konstruktion, gar keine Ahnung, wer das gebaut. Und wenn man von uns aus an diesem Haus vorbeigelaufen ist, ist man da so ungefähr Richtung Red gelaufen, oder? Ja. Und soll ich jetzt da Richtung Red laufen? Nee. Du solltest, wenn du von unserem alten Haus auf das Metallhaus guckst, nach rechts laufen. Okay, gut, dann weiß ich wo. Geil! Geil! Orientiro XP 2000! Kaufen Sie jetzt. 20 Mark. 20 Mark. 20 Mark. Ey, kennst hast du noch einen Mark? Weißt du, welcher Film das ist? 20 Mark. Bei der Film heißt einfach nur Schule. Schule? Mit Axel Stein. Oh, nee. Da war ich auch noch, Kind. Ja, nee, komm. Da war ich noch in der Schule. Letztens habe ich was Lustiges gelesen, wo wir jetzt eh schon über Kindheitserinnerungen reden. Da war wohl so ein Mädel in einem Mediamarkt und da auf dem Fernseher ist dann so ein Playzeichen erschienen, das man da halt mit der Fernbedienung anmachen musste, so dass dieses Playzeichen. Und dann hat die da versucht, halt mit den Fingern das zu aktivieren und war dann total verwirrt, warum das nicht funktioniert. Also das ist eine Kleine. Und das ist, wenn man jetzt natürlich aufwächst. Sag das, duck dich mal schnell. Ich? Nein, das willst du nicht. Oh, hab ich. Mal fertig. Erzähl weiter. Nee, es war eigentlich total uninteressant. Aber ich fand's, ein bisschen interessant fand ich, dass die neue Generation halt so krass sich an Smartphones gewöhnt hat, dass alle denken, naja, ist halt alles Touch. Alles Touchscreen. Nee. Hab ich in einer Aufnahme schon mal die Jackass-Geschichte erzählt? Jackass-Geschichte? Nein. Ich glaube schon, das muss bestimmt da mit dem Popcorn-Jungen gewesen sein. Das muss dieselbe Folge gewesen sein. Von lustigen Kinoerlebnissen, meine ich. Ach ja, ich erinnere mich. An die Popcorn-Geschichte oder das Jackass-Mädchen? Jackass weiß ich nicht, was du meinst. Mit dem. Ich erzähl's nochmal kurz, vielleicht guckt jetzt wer Neues zu. wir saßen halt in einem Jackass 3D. Ach ja. Aber erzähl nochmal. Ja, und das Kino war halt wirklich proppe voll gewesen. Wir waren irgendwie zu siebt oder so da und vor uns saßen zwei Freundinnen. Also nicht von uns, aber die beiden waren halt, ne, befreundet. Und am Anfang von dem Film fliegt halt so ein Dildo von links nach rechts durch alle Städte, die halt so miniaturmäßig nachgebaut wurden. Und als diese Szene wirklich zu Ende war und alle Leute in dem Kino sich schon totgelacht haben, weil jeder wusste, was es ist, fragt die eine, die andere, du, sag mal, ist das ein Spatel? Ja, daraufhin hat halt hinten kurz im Kino um sie rum gelacht, ja.
traurige Geschichte. Ja, es handelt sich um einen Spargel. Korrekt. Dann durften alle nochmal lachen, umsonst. Du, ich bin jetzt im Hangar drin. Im Hangar. Bist du an einem vorbeigelaufen oder meinst du bei der Konservenfabrik? Ich bin im Hangar. Ja, dann bist du an der gelben Schelle vorbeigelaufen, an der Konservenfabrik. Nee, ja, tatsächlich. Also ich bin im Hangar. Wenn die Frage ist aber, ist mein Server schon wieder so komisch abgestürzt? Weil wenn du sagst, hier sind Leute, ich sehe hier keine Leute. Ja, ich habe jetzt zweimal denselben erschossen. Ey, das ist noch nicht wahr. Was ist denn mit meinem Server los? Ja, wieso? Nur weil du ihn jetzt nicht gesehen hast, muss ja nicht heißen, dass hier keiner rumläuft. Ja, aber ich hatte ja die Schüsse gehört. Ich bin ja die ganze Zeit schon hier. Ja, du bist ja auch schon weiter. Also bis. Ich bin im Hangar. Ja, da muss ich jetzt auch erstmal wieder hinlaufen. Das dauert noch ein Stück. Okay. Also warte ruhig an den Hangaren. Okay, ich bin jetzt im Hangar. Hungary. Hang out there. Wenn ihr mal lustige Kinoerlebnisse hattet, schreibt es in die Kommentare. Ey. Im Kino passieren viele lustige Dinge. Ey, Kino. Aber der Popcorn-Junge ist ungeschlagen. Ich bin ja riesen Herr der Ringe-Fan, ne? Und dann bin ich zu Hobbit gegangen, dem ersten Hobbit, gleich zu einer Vorvorvorstellung. Und so. Das war halt so voll, ne? Weil in so Preview-Dingern ist immer super voll. Und dann saßen um mich herum nur Arschlöcher vor mir irgendwelche Hipsters, die sich über alles beschwert haben. Hinter mir ist eine russische Mutti, die die ganze Zeit gefragt hat, was da eigentlich gerade passiert. Und links von mir waren die Nerds, die einfach die ganze Zeit so Pipi-Kaka-Sprüche gemacht haben. Und rechts von mir waren die etwas älteren Nerds, die die Trailer so oft gesehen haben, dass sie alles mitgesprochen haben, was ein Trailer war. Und dann immer so, wenn Gandalf kam, hey, jetzt kommt Gandalf, hey, jetzt kommt Gandalf. Und ich wollte mich echt schon umdrehen und sagen, ey, danke sehr! Also ich hab den Film quasi nicht gesehen, weil mich die ganze Zeit nur Leute genervt haben um mich herum. Ja, da muss er eine Gruppe suchen, die lauter ist. Ja, nee, ich bin halt so ein Typ, ich gehe dienstags nachts um 23 Uhr. Ich bin im Hangar. Ja. Ah, okay, ich glaube, ich sehe dich. Hab ich dir privat schon mal die lustige Geschichte von der Gamescom erzählt mit Nils? Wer Nils nicht kennt, Good Gaming LP, der wird selber über die Geschichte lachen können, wenn er sie hört. Nee, ich glaube nicht. Glaub nicht. Wir durften uns die Vorstellung von Murder Two Souls ansehen. Die war ja hinter verschlossenen Türen. Okay. Da kommt einer und singt. Alter. Oh Gott. Den haben wir. Geil. So, also wir durften uns Murder Two Souls ansehen und das war schon relativ spät am Nachmittag und der gute Nils, der war schon, glaube ich, ein bisschen müde gewesen und ist in der Vorführung erstmal eingeschlafen. Nein. Ja. erstmal das, ne? Und dann wachte er halt wieder auf und wollte was trinken und er hat halt so, kennst das ja, ne? Wenn du so Cola oder so mit hast, dann kann es ja schon mal passieren, dass, wenn die noch neu ist, dass sie schon gut geschüttelt war, ja. So ungefähr. Und vor ihm oder vor uns saß halt so eine Dame mit langen Haaren. Und er macht diese Flasche auf und es sprudelt alles raus und auf diese Frau hinten am Kopf, nein, so an die Haare. Ey, ich hab mich bepisst vor Lachen. Das war eine sehr schöne Vorstellung. Auch. Oh, da links, ja. Von uns, links von uns. Ja, sie dürfen reinkommen, aber benehmen sie sich bitte. Das Spiel ist sehr interessant. Darf ich mal was trinken? Oh. Da am Hangar läuft einer. Bist du das? Ja, im Hangar drin? Nee, ich bin vor dem Hangar. Im Hangar drin ist jetzt einer. Ich bin vor dem Hangar. Er ist jetzt drin, ja. Okay, der ist da reingegangen. Ich gehe hinten, ich gehe links, ich gehe raus. Ja, geh du links rum, ich gehe durch die Mitte. Er ist links rum gekommen. Oh, ich komme. Er hat einen Lockrange-Schlüssel. Egal. Hab ihn. Sein Alter. Kopf ist weggebaut. Ja, das ist wie in so Serien oder Filmen, wo auf einmal plötzlich eine Kopie von dem Helden da ist, weißt du? Und dann die Freundin nicht mehr weiß, auf wen sie schießen soll. Oh nein, welcher ist der echte? Welcher ist grundsätzlich der echte? Auf den falschen. Du musst mir irgendwas sagen, was nur du wissen kannst. Da ist Holz. Oh ja. Vor dem Turm. Okay, also auf so einem Battlefield-Server... Schon, ich hab mega viel Holz schon. Wir können eigentlich echt? Schon was bauen, ja. Ich hab noch gar nichts. Ich hab schon abgeholzt. Wo wollen wir denn bauen? Warte mal, ich pack mir mal die Axt hier. Auch hier irgendwo? Ja, so ein Turm zwischen den Türen, das merkt ja keiner. Direkt am Hangar. Ja, hier sind doch nur diese 1x1-Türme. Lass uns einen Sniper-Turm bauen. Ja, noch größer. Wir müssen den größten Turm von allen machen. Mein Turm ist größer als deiner. Wo bauen wir den denn hin? Ich hab dich verloren. Ich wollte zum Schissen gehen. Ich weiß nicht. Ah! Oh Gott, Fischkopf ist. Nee, tot. Alles gut, das war ein Bär. Das war nur ein Bär. Bär, der mich sehr, sehr erschrocken hat. Moment, schießt du gerade oder läufst du nur? Ich lauf nur.
Dann ist an der Straße geradeaus, ballern sich zwei gegenseitig ab. Okay, ich. Ich bin das auf dem Berg, den du vielleicht gesehen hast. Ich bin zwischen den Holzhäuschen. Genau, wenn du jetzt mal da geradeaus gehst. Ja, ein Schuss kommt von dir, zwei. Ne? Ja, genau, ich habe auch versucht, auf die zu schießen. Okay, ich bin da. Die battlen sich da unten auf den Streets. Okay, ich nehme die Action Bolt. Ich versuche auch mit der Action Bolt. Ach, shit. Warte, du darfst nicht zu nah rangehen. Ich glaube, der eine hat gewonnen. Oh, da ist noch einer. Ich glaube, das eine ist der Gewinner. Ne, die schießen. Oh. Hier ist noch einer. Guck. Am Baum. Oh, getroffen auf die Entfernung. Was? Oh, der schießt auf mich. Oh, den getroffen. Hätte ich. Oh, Fischka. Nein, no. Die machen jetzt zusammen Action. Team. Ich glaube, zum Hacker. Ja, ich sehe das. Du siehst mich? Ich will einfach geradeaus. Er kommt hinterher. Oh, nein. Fischka, nimm Medikit. Ich habe ihn getroffen. Ich bin nicht verletzt. Was ist denn? Hinter dem großen klobigen Haus. Die machen doch Team auf einmal. Die haben erst mal so geschossen, um Leute anzulocken. Da kommen sie. Die Team wirklich. Nein. Okay, ich komme auch jetzt los. Bist du am Berg? Ja, ich sehe sie. Ich glaube, ich habe da Schuss gehört. Ah, da bist du ja. Wir müssen sie battle. Ich habe einen getroffen. Okay, M4 jetzt. Yeah. Oh, Vorsicht, Alter. Ich laufe in den Hangar. Hinten noch! Welcher bist du? Noch! Den einen. Deine Shotgun, ja? Freeman habe ich jetzt! Alter! Aber der andere ist nicht tot! Der andere ist weg! Der ist verschwunden! Vielleicht ist er doch tot! Vielleicht ist er verblutet! Oh Mann, ey, dass man nicht weiß, wer ist! Ich habe da, glaube ich, einen Laserpointer gerade gesehen! Bist du das hier? Ich bin hier direkt neben dir, ja! Komm, wir müssen schnell das Holz verarbeiten! Ist es dein Laserpointer? Ah! Oh! Zwischen den Häusern ist er hier. Oh, der hat mich getroffen, aber nicht so schlimm. Wenn er jetzt rumläuft, habe ich ihn gleich. Oder auch nicht. Das wäre gewolft. Wieso treffe ich den denn nicht? Wegen Lag? Das Reh frisst ihn. Das ist sein Haus hier. Alter. Er ist da drin. Krass. Und er läuft jetzt oben rein, um sich zu verbinden. Ja, dann sollten wir hier abhauen. Beziehungsweise um die Ecke gleich mal eine neue Nachbarschaft gründen. Wir warten einfach, bis er rauskommt, ey. Dann der kommt doch nicht raus. Der schießt aus dem Fenster, glaube ich. Kommt hier schon wieder raus. Ah. Warte genau vor der Tür. Sobald der aufmacht, drücke ich ab. Der kommt doch jetzt nicht raus. Warum soll er jetzt... Doch! Oh, shit. Ich bin drin, oh, es sind zwei! Nein! Ich bin drin im Haus! Stallone ist hier! Stallone! Ja, wir haben sie! Wir haben das Haus! Das ist jetzt unsere Hütte! Da ist noch einer, ne? Ja, egal, lass ihn da drinnen, ey. Die Tür ist jetzt weg. Guck mal, die Tür ist kaputt gegangen dadurch. Geil. Das heißt, wir machen jetzt dicht. Geil. Wir übernehmen das Haus. Geil. Besser! Hast du ihn? Jawohl! Wir haben ihn, ja. Jawohl, ey! Da kommt noch einer, er kommt! Oh, ich hab nicht mehr viel AP! Von oben? Ja, immer noch, die spawnen oben. Hast du Medikits? Ja, ich esse noch. Okay. Halt du mal hin, ich mach jetzt eine Tür. Okay. Ich mach jetzt unser Haus. Okay. Das Ding ist, wir brauchen C4 für die Metalltüren oben. Wo ist ein Wood Door? Ganz ziemlich weit oben, glaube ich. Die findet man nie, die Scheiße. So, ich baue eine Wunde. Ja. Oh, direkt gecraftet. Einfach fertig. Geil. Instacraft. Zack. Hier! Yeah. Kein Ausgang mehr. Da oben. Schild da rum. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Hat mich gut erwischt. Er hat eine Shotgun. Was soll ich ein Ceiling da hinten bauen? Ja, bitte. Wenn das geht. Alter. Nicht sterben jetzt. Ich muss gerade planken. Was sagst du so? Okay, Medikit hat mich gerettet. Das ist natürlich auch ein Problem, dass die jetzt auch Medikits haben, ne? Das heißt, wenn die getroffen... Ah! Hey. Oh, wer ist das denn hier? Mr. Frank. Ah, außen ist die Tür auch zu. Da steht er vorm Haus jetzt. Wie? Hier steht vorm Haus einer. Da ist eine Tür. Ach so. Die hast du da schon drin gemacht. Ja, das ist auch meine. Hast du schon geschert? Geht das? Guck mal, was geht. Ich will da rein.
Da sind nur zwei draußen. Ja, wir haben geshared. Die wollen hier rein. Der hat gesessen. Der eine hat schon einen Headshot. Ey, dass du die Ceiling da jetzt noch hingebaut hast. Ich komm da oben lieber raus. Ja, ich glaube, die haben da oben ein Fenster. Sie hat eine Tür hier weggemacht. Alter. Mit, ja. Ja, remove. Ja, einer ist tot. Ich gleich auch, aber der ist fast da. Jetzt removen die ihr eigenes Haus hier. Hast du ihn? Nein, doch nicht. Nein. Scheiße. Forever Stallone schon wieder. Ey, das war knapp. Ja, aber die haben ihr Haus hier unten von abgerissen. Oben haben die auch eine Wand rausgeschlagen. Das ist so geil. Okay, wo bin ich? Boah, ab jetzt. Ich habe nämlich noch das ganze Holz. Sehr gut, aber ich fand die Übernahmeaktion echt geil. Scheiß Remove-Befehl, das war unser gehabt. Haus. Ja, aber die spawnen ja immer wieder da drin, anscheinend. Ich bin jetzt an Red. Ich fange schon mal an, hier einen Turm zu bauen, ja? Ja, und ich überlege, wie du hier Yellow hinkommst? Ist. Ich glaube, hier ist Yellow. Wie lange geht der Part schon? 20, oh. Oh. War doch jetzt auch ein gutes Ende. War eigentlich ein ganz gutes Ende, ne? Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.